Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der LS19 Hasefeld 2K19 vom FSM Team. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. So, ich bin schon fleißig dabei, Holz zu machen, ne? Ich hatte ein bisschen die Autorität gepackt. Aber ich habe da mega Bock drauf und habe schon mal ein bisschen den Wagen beladen hier. Ich habe tatsächlich jetzt mehrere Varianten durchgespielt und muss sagen, ich werde es jetzt einfach mal so versuchen, dass wir den Wagen befüllen. Die kleinen stellen wir mit der Hand, die mit der Hand gehen. Und die großen dann mit der Mercy Ferguson. Das funktioniert sehr, sehr gut. Kann ich euch schon mal sagen. Das funktioniert echt gut. Das Problem, was ich momentan habe, sind diese kleinen Streichhölzer, die wollen in der Mitte drin hängen. Aber die nehmen wir natürlich auch mit. Mir hat ein Zuschauer in den Kommentar geschrieben, 8 Meter ist die perfekte Länge. Alles, was drüber ist, ist Vergoldung. Und alles, was drunter ist, bringt nichts. Finanziell gesehen. Deswegen habe ich die großen Äumel jetzt alle auf 8 Meter geschnitten. Und hab die schon mal verladen. Wir haben aber nicht so viel gehabt, ne? Also, ich habe glaube ich, 2 große Bäume habe ich geschnitten. Da gingen interessanterweise genau 3x8 Meter raus. Also ganz genau, ne? So, ich habe jetzt mal das kleine Holz. Hier ist noch so ein kleiner Baum, ey. Alter Schwede. Also, die mache ich alle mit der Hand, weil die kann ich auch mit der Hand machen. Da habe ich jetzt nichts irgendwie getrickst oder irgendwas dran. Gar nicht. Das ist auch übrigens noch für den gekonnten Blick. Ein gekonnter Blick wird das gesehen haben. Der Wagen, den ich habe, ist noch nicht der Autolotwagen. Ne? Wir haben ja gesagt, aufladen mittels FL, also Frontader, abladen mittels Autolot, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil es kann sein, dass mir das Spaß macht und ich das ohne Autolot mache. Ne? Das kann sein. Deswegen erste Runde erstmal ohne Autolot. Mein Aufladen haben wir sowieso gesagt, ohne Autolot. Aber abladen auch ohne Autolot. Einfach mal gucken, ob es klappt. Ne? So, ich habe schon mal vorne hier alles abgemäht. Hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können hier super verladen. Würde jetzt schon mal anfangen, die dicken Äumel hier reinfallen zu lassen. Und dann einfach mal gucken, ob das funktioniert. Gehört er noch zu mir? Jo, gehört noch zu mir. Klasse. Da weg damit, ne? Braucht kein Mensch den Baum hier. Ja, und da gehen eben... Vorher gingen, wie gesagt, 3x8 Meter raus. Das war richtig optimal gemacht. Du hast keinen Bock zum Umfallen, ne? Oder war er nicht geschnitten? Warte, nochmal. Du hast immer noch keinen Bock zum Umfallen. Ehrlich jetzt? Ah ja. Falsche Richtung, aber ist nicht so schlimm. Dann werden wir gleich mal jetzt hier entasten. Das ist ganz wichtig. Weil sonst siehst du gar nichts. Ne? Das ist einfach Fakt. Das geht auch relativ gut. Ich habe ihn eigentlich einigermaßen gut hingeworfen. Ne? War zwar in eine andere Richtung geplant, aber ja, schlimm ist es auch nicht. Lass uns gleich nochmal den versuchen hier. Ob der auch Bock hat oder ob er gar nicht fallen will. Es gibt so ein paar Bäume, da habe ich mir vorher schon gedacht, hä, warum stehen die so komisch, weißt du? Weil der ist ja auch mega geneigt schon, ne? Aber er gehört wohl noch zu meinem Gebiet, deswegen könnte man den fällen. Ich kann ihn auch ein bisschen höher ansetzen. Ja, dann machen wir es halt so, ist auch kein Problem. Da werden wir es halt einen guten Meter verlieren, aber... Ja, der fällt aber nur in die Richtung, ne? Na gut. Ist ja nicht das... Alter, guck dir mal den Äumel an. Wahnsinn, ey. Bin jetzt sehr gespannt, was die ganzen Bäume bringen, ne? Ich weiß noch gar nicht, ob ich den Anhänger wirklich randvoll mache jetzt. Ich will tatsächlich auch erstmal testen, ne? Oder ob ich wirklich sagen will, hey, ich muss die Lorbeeren jetzt ernten oder ich möchte die Lorbeeren jetzt ernten. Oh, und deswegen, ja, ne? Mal schauen, ich bin noch nicht ganz sicher. So, lass uns jetzt hier mal abmessen, ne? Alt, rechts. So, das heißt, wir haben jetzt hier 8 Meter. Ungefähr 8,08 ist okay. So, zack. Machen wir nochmal neu an. Dann laufen wir mal hoch. Dann sind wir jetzt wieder bei 8 Meter 04. Ja, ist ein bisschen diagonal. Wird passen. Läuft, ne? So, dann haben wir die schon mal geschnitten. Jetzt schneiden wir den auch noch, weil dann können wir den gleich anfangen zu verladen, ne? So. Wupp, 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 wupp. 8,36 Meter, 8,95 Meter, 8,08. Ja, wer das Meterband auch haben will, oder das Maßband heißt da richtig im richtigen Ausdruck, der guckt gerne mal auf cornhub.army. Da hat der gute Randy das vorgestellt, den Mod. Und da ist natürlich auch der originale Download-Link zu dem Mod in der Videobeschreibung, ne? Ganz klar. So, und das passt so, ne? So, das heißt, wir schwingen uns erstmal jetzt hier rein. Und dann können wir mal, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben.
ich finde, dass das mit dem Mr. Ferguson sehr, sehr gut funktioniert. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Das ist immer so der Vorführeffekt. Das sind zwei Stücke, ne? Okay, ich hab's schon jetzt schon verkackt. Aber bis jetzt muss ich sagen, läuft. Aber ihr habt auch vorgeschlagen, dass ich die mit dem Fiat runterziehen sollte und dann mit dem Mr. Ferguson reinschmeißen. Also mit dem Mr. Ferguson reinschmeißen wird so oder so kommen, weil wir haben ja gesehen gestern, wie das ausgeartet ist hier. Nicht gut, gar nicht gut. Das heißt, mit dem Mr. Ferguson reinschmeißen, yes. Aber alle jetzt, ich muss sie hier oben schneiden. Ne? Wir haben ja gestern gesehen, ich kann sie nicht woanders schneiden. Das geht nicht. Das heißt, ich muss alle hier schneiden. Und das heißt, ich kann immer nur 8 Meterstücke mit runter nach unten nehmen. Ne? Das ist halt mega anstrengend, weil das dauert halt sehr, sehr lange, glaube ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir jetzt mal 1-2 Folgen, schneiden mal ein bisschen, verladen mal ein bisschen, weil das geht echt gut. Ne? Also mit dem hier muss ich sagen, brauche gar keine Rampe. Von der Höhe her ist das absolut okay. Die Fläche hier ist genau richtig, dass man auch ein bisschen sich bewegen kann hier. Ich glaube, die vom FSM-Team, die haben auch gedacht, hier, komm, das ist jetzt kein Feld an und für sich, also schon, aber das wird, Gott und die Welt würde das als Verladeblatt nutzen, deswegen haben sie da auch Gras drauf gemacht. Das glaube ich schon, dass das so ist. Das war jetzt nicht gut, aber auch das ist kein Problem, weil der Mr. Ferguson ist so hoch, dass wir das ganz einfach draufladen können, ohne Probleme. Also, ist richtig gut. Macht er auch schnell, ohne Zicken, du brauchst kein Gewicht hinten, alles super, also muss ich echt sagen, macht Spaß. Weil auch was vorangeht, weißt du? Wenn nichts vorangeht, wenn du immer nur, ne, das Problem, dann machst du auch keinen Bock. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich sehe, Alter, hier läuft, ja, dann macht Force natürlich noch mehr Spaß, ne? Und wenn dann noch der Kontostand stimmt, also wenn wir dafür das ganze Gehölz hier noch ein bisschen Geld bekommen, ja, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Da muss ich ehrlich sagen, also das macht echt Bock. Ich weiß nicht genau, wie viele Bäume jetzt wir noch rauf machen, aber ich habe ehrlich gesagt Bock momentan. Habe ich schon Bock gesagt in dem Video? Ich glaube schon, ne? Was ich mir aber noch holen werde, bald, ist eine Baumstumpffräse. Weil da stört mich ein bisschen, dass die ganzen Baumstümpfe noch rumliegen. Erstmal. Und ich immer ranecke. Oder anecke, ne? Das stört mich noch ein bisschen. Aber ansonsten, habe ich schon gesagt, mach Bock. Hopp. Das läuft so gut, ne? Ich habe selten habe ich so gut verladen, muss ich ehrlich gestehen. Soll das kein Eigenlob sein, weil Eigenlob stinkt eigentlich. Aber ja, doch. Und ab und zu so ein kleinen, weißt du, so ein bisschen als Abwechslung, auch nicht verkehrt. Ist das ein kleiner überhaupt? Ich weiß gar nicht. Wir sind halt immer wieder so in der Mitte reingesetzt worden. Ja, wahrscheinlich damit nicht alles groß ist, aber ganz einfach abschneiden. Entasten und rauf auf den guten Anhänger. Kannst du auch so raufwerfen. Geht gerade so rauf. Perfekt. Da ist noch so einer. Das sind immer so Sachen, das macht eben die Abwechslung auch aus, ne? Nicht immer nur alles mit der Maschine verladen, sondern auch immer mit den Händen arbeiten, ne? So, du kommst jetzt mit mir mit. Der ist zu schwer. Oh, ist der größer? Wait. Warum fällt er nicht um? Der ist doch geschnitten. Ah ja, jetzt gibt er Milch. Okay. Oh, der ist zu schwer. Der ist tatsächlich, habe ich überschätzt. Okay. Was ich ab und zu nicht verstehe, ist, warum ich die nicht so weit unten schneiden kann, wie ich das gerne möchte. Ne? Aber gut, das ist schon wieder Meckern auf absolut hohem Niveau hier. Und weg damit. Oh, nicht auf den Traktor. Alles gut. Oh, er hat sich sogar abgerollt, ne? Aufgerollt, ja. Auch diese tiefen Traktorspuren hier im Feld, ne? Sieht so geil aus. Ohne Scheiß, ne? So, das heißt, wir haben hier. Pupp. Und da gehen wir rüber auf 8 Meter. Nee. So, 8,03, perfekt. Abschneiden, weiter geht's. So, 8,09, auch super. Ja, dann der Rest ist nur ungefähr auch nochmal, vielleicht auch ein Ticken länger wegen der Spitze, aber das ist mir auch egal, die Spitze, ob ich die jetzt abschneide oder mitnehme,
Ist, glaube ich, für ein Zelt gar kein Unterschied. Also wer Forst machen will, kann ich euch wirklich empfehlen, der Master Ferguson mit der, glaube ich, es ist eine Mistgabel oder, ich weiß gar nicht, was es ist. Aber es funktioniert auf alle Fälle. Ich habe aber auch die Radgewichte gekauft, ne? Vielleicht ist das auch ausschlaggebend, dass ich hinten kein Gewicht brauche wegen Radgewichten. Kann sein, muss aber auch nicht sein. Also die suchen sich halt ihr Plätzchen auf den Anhänger, das ist schon geil. Ich weiß halt noch nicht genau, weil ich kann halt Bäume mit dieser Bäume-Sämaschine, ne? Ich habe die noch nie genommen im 19er. Weiß ja nicht, ob ich zwischen den ganzen Felsen hier noch Bäume, neue Bäume pflanzen kann. Das weiß ich halt gar nicht. Ne? Also auf dem großen Feld hier, ja, klar, kann man was machen. Aber jetzt so zwischen den Bäumen und zwischen den Felsen, schwierig, glaube ich. Aber ich muss ja ehrlich sagen, es läuft fast zu gut, ne? Da gibt es wieder irgendwo wahrscheinlich einen Haken. Poltergabel, muss ich ehrlich sagen, bevor jetzt jemand fragt, hey, warum nimmst du nicht die Poltergabel? Habe ich nicht getestet, ob die Poltergabel jetzt gut oder schlecht ist. Im 17er war es so mäßig, also es hat funktioniert, aber es gab auch Momente, wo du gedacht hast, Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Alter, da hat es den Zink so umgebogen und zurückgebogen und ja, das war schon krass, ne? Gucken wir mal, wie wir hier reinkommen. Ich kann auch beide mitnehmen. Ich ehrlich gesagt auch kein Problem mit. Guck mal, wie die schön nebeneinander liegen. Ne? Ach, ist das geil oder ist das geil? Einfach jetzt auf. Guck mal, die sind genau nebeneinander gelegen. Ne? Geil ist das denn bitte? So, warte nochmal ab. Mal ein bisschen die das Zeug hier wegmachen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die. Gemeinsam so raufbringen. Da ist noch ein bisschen. Warte. Ah, oh, da ist noch ein Bäumchen. Warte. So. Gucken wir mal, ob wir die. Das geht. Muss dann weggehen, oder nicht? Ah ja. So. Jetzt aber, ich hab's. Sorry. So, relativ weit vorne, weil der andere ist ein bisschen länger. Das ist aber auch kein Problem. So. Ablassen, nach vorne eigen. Dann einfach raus. Einfach raus. Sehr geil, ne? Ey, es macht echt Bock. Weiß nicht, ob sie da was geändert haben, die Leute von Giants. Aber so Bock hat es im 17er nicht gemacht. Das muss man einfach so sagen, ne? Dann schneiden wir den so, wenn er schon nach links geneigt ist hier. Ich glaube, das ist auch unser letzter Bäum wieder heute. Ach, jetzt fall doch um. Bitte? Man kann ja mal höflich fragen, ne? Fall um, du scheiß Baum. Was? Wer hat das gesagt? Schneid dir wie ein Förster, ey. So. Warte, bleib hier. Warte. Ich habe den auf dem Felsen geparkt, ne? Okay, deswegen. Ganz zurück bleiben, Mäuschen, ganz zurück. So. Dim. Oh, meine Maus, warte mal. So. Okay, kein Problem für uns. Ich glaube, das längste Stück vorne. Ist da noch ein anderer Baum? Ne, jetzt ist gut. So, warte mal. Jetzt werden wir den mal gleich ausmessen. Damit wir gleich mal hier, ne, gucken können. So. 8 Meter, ja, so ungefähr. 8,07 Meter. Geil. So, wir fahren gleich nach unten. Papp, erledigt. Und dann machen wir nochmal weiter hier. 8 Meter. Jo, das ist eigentlich ganz okay. 8,02 Meter ist auch vollkommen okay. Und dann haben wir noch ein kleines. Achso, ja, kleines Stückchen, ne? So. Okay, dann lass mal. Ah, hier ist noch ein großer. Ich habe gedacht, ich habe alle großen hier. Warte, da muss ich nochmal ran, ne? Ja. Ach komm, lass so abschneiden, ist doch egal. Sehr gut, fällt genau richtig. Super. Macht schon Bock, ne? Muss ich ja sagen. Aber vielleicht macht das morgen auch wieder keinen Bock. Das kann natürlich auch sein. Aber für den Moment, muss ich ehrlich sagen, läuft. Und fühlt sich auch geil an. Also fühlt sich auch gut an, dass man was
dass was vorangeht, weißt du? Das ist ja immer das Wichtige im MLS. Es muss was vorangehen, weil sonst verlierst du relativ schnell den Spielspaß. Aber wenn was vorangeht, dann, ja. Warte. Zack, zack. Nochmal neu. Dann fahren wir hier entlang. 8,02 Meter. Ja, das ist echt gut. So. Okay. Dann holen wir uns nochmal den Master Ferguson. So, den Fall hatte ich jetzt noch und ja, dann gucken wir morgen. Vielleicht schaffen wir es morgen, dass wir den Anhänger voll bekommen, dass wir die erste Fuhre schon mal abladen können. Meine Idee wäre ja, alles in diesen Behälter zu schmeißen und dann den Behälter unter einmal zu verkaufen, um dann vielleicht eine ordentliche Summe zu sehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel wir für so einen großen Anhänger bekommen, also für so einen vollen Anhänger. Sagen wir mal, der ist bis zu den Rungen oben voll. Einfach mal davon ausgehen, ne? Schreibt mal gerne eure Tipps in die Kommentare, was es bringen sollte. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich weiß, Vorsicht ist nicht jedermanns Sache, aber gehört zum Spiel dazu. Und deswegen wird es auch gezeigt. Und es macht Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Es macht wirklich Spaß. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Tag. Däumchen lassen und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.